Namaste, Namaste, herzlich willkommen beim KIMI Report. Freitag, der 6. September 2024 und nach wie vor aus seinem Sabbatical zurück von der Beobachtung der ostdeutschen Wahlen, auch zurück aus der Vogelperspektive. Unser Georg fühlt sich wieder sehr wohl und schön seid ihr dabei. Wir gehen gleich mitten rein in dieses Freitagsvideo, das denn heißt, was braut sich da zusammen? Und Jordanien ist ein relativ kleines Land, aber ein Land, das eine spannende, fast schon tragische geografische Lage hat. Es grenzt an Syrien, den Irak, Saudi-Arabien hat noch eine Wassergrenze mit Ägypten und dann an Israel und an die Westbank, an den Libanon hat es nicht ganz gereicht, aber steht natürlich auch in diesem Hexenkessel Einflussbereich drin. Es hat auch sehr historische Städte und Ausgrabungsorte wie die Steinausgrabungsstadt Petra. Und die Hauptstadt ist Amman, eine moderne Großstadt, circa im Königreich. Ein Königreich wohnen 11,5 Millionen Einwohner, vor allem Sunniten. Es ist auch eine Monarchie mit einer sehr schönen Königin, die heißt Rania. Und es gibt noch eine zweite, die heißt Nur oder Nür, je nachdem, wie man es ausspricht. Das war die oder ist die Witwe vom 1999 verstorbenen König Hussein. Sie durfte auch Königin bleiben, also hat das Land zwei Königinnen, naja, soll es geben. Aber das ist ja nicht das Thema von heute, sondern das Thema von heute, es braut sich was zusammen, sind unsere Freunde von der NATO. Und die führen wieder was im Schilde, was man nicht ganz durchschaut, aber eben doch auch durchschaut. Das ist Deutsche Welle. Misstrauisch beäugt, NATO plant Verbindungsbüro in Jordanien. Also das ist der Nordatlantikpakt und jetzt planen die ein Verbindungsbüro in Jordanien. Hier sehen wir Jens Stoltenberg mit König Abdullah und jetzt ist also die NATO mitten in Westasien angekommen, mittendrin statt nur dabei und trotz der starken amerikanischen und westlichen Militär- und Geheimdienstpräsenz im haschemitischen Königreich im Laufe der Jahre deutet die Einrichtung eines NATO-Büros auf eine Ausweitung des Einflusses dieses Bündnisses hin. Bloß warum? Es ist interessant, dass das jordanische Außenministerium die Eröffnung eines NATO-Verbindungsbüros im Juli schon 2023 ankündigte. Also mehrere Monate vor dieser Operation Al-Aqsa-Flut des palästinensischen Hamas-Widerstandes am berühmt-berüchtigten 7. Oktober 2023. Als der Iran im Frühsommer beschloss, auf den israelischen Angriff auf sein Konsulat in Damaskus, wir erinnern uns, mit dem Abschuss von Raketen und Drohnen auf Israel zu reagieren, wurde der Himmel über Jordanien so ziemlich dunkel und zu einem Schlachtfeld für Abwehrmechanismen amerikanischer, britischer, israelischer, französischer und jordanischer Luftstreitkräfte, die versuchten, den iranischen Drohnenangriff zu vereiteln. Das Land beherbergt derzeit etwa 3000 amerikanische Soldaten und eine bedeutende westliche Militärinfrastruktur, also ist eher dem Westen angelehnt. Darunter Stützpunkte und Häfen wie den Luftwaffenstützpunkt Mufawak Salti und den Tower 22, das ist auch ein Stützpunkt Airbase, auf den im Januar 2024 ein tödlicher Drohnenangriff verübt wurde.
Die Einrichtung des NATO-Büros in Jordanien, eine Premiere in der Region, das lässt natürlich erst recht aufhorchen, könnte als erster Schritt zu einer stärkeren Einmischung in westasiatische Konflikte angesehen werden, sprich Klartext im Nahen Osten. Sie bedeutet auch, dass Jordanien ein Ziel künftiger Militärschläge ist, falls es zu einer Ausweitung des derzeitigen noch halbwegs regionalen Krieges kommt. Da fragt man sich dann schon, was die Regierung sich überlegt, also die eigene Bevölkerung dann noch mehr in eventuelle Kriegsturbulenzen hineinzuziehen. Wir wissen es nicht. Die NATO sendet mit der Einrichtung dieser Schaltstelle die ganz klare, crystal clear Message, Botschaft: Wir sind bei jedem größeren Konflikt in der Region als Bündnis mit dabei und überlassen die Region keiner Partei, sei es dem Iran, Russland oder sogar China, also der neuen Achse des Bösen. Sollten sich die Dinge in Richtung einer militärischen Konfrontation entwickeln, wird die NATO in diesem Konflikt aktiv sein und daher jeder militärischen Herausforderung durch eine Partei in der Region entschlossen entgegentreten. Die Bedeutung Jordaniens für das Atlantische Bündnis ergibt sich zum einen aus seiner geografischen Lage als Nachbarland sowohl zu Syrien als auch zu Israel. Zum anderen aus der Tatsache, dass das Land für die Wahrung der Sicherheit Israels absolut unverzichtbar ist. Die Gefahr für Jordanien besteht darin, dass an seinen nördlichen Grenzen und den südlichen Grenzen Syriens etwa 72 verschiedene Organisationen existieren, mit denen und von denen aus der Iran intervenieren könnte. Also das wäre dann die schiitische Achse. Auf einer Pressekonferenz Anfang Juli 2024 kündigte der damalige NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Eröffnung des Büros am Rande des NATO-Gipfels in Washington an und erklärte: Jordanien ist ein langjähriger, hochgeschätzter NATO-Partner. Aha, das wusste ich nicht. Ist Jordanien in der NATO oder ist das, was ist ein Partner? Sind die irgendwie zugeteilt oder, also keine Ahnung. Er wies darauf hin, dass das Verbindungsbüro der Allianz in Amman die Partnerschaft ausbauen und die bilateralen Beziehungen auf einer neuen Ebene heben wird. Wie das immer unglaublich schön tönt, die neuen Beziehungen auf eine neue Ebene heben wird. Das heißt, wir wollen einfach ein bisschen mehr noch mitten im Kriegsgetümmel dabei sein. Aber wir heben die Beziehungen auf eine neue Ebene. Die NATO demonstriert damit auch, dass sie nun enger mit ihren regionalen Partnern den gleichen Scheiß zusammenarbeiten will, zu denen neben Jordanien auch Tunesien und Mauretanien, die muss man ernst nehmen, sowie verschiedene Nachbarstaaten des Mittelmeerraums und des Persischen Golfes gehören. Also eigentlich kann man sagen, ein Volk von Brüdern und Schwestern, wenn es da nicht einfach diesen endlosen Nahostkonflikt geben würde. Der Status, die strategische Lage und die angestrebte Rolle Jordaniens, eben der NATO-Partner, dessen Beziehung auf eine neue Ebene gehoben wird, unterscheiden sich von denen der anderen Partner des Bündnisses. Aha, denn es gibt Grenzen dafür, wie weit die NATO ihre Agenda in Amman vorantreiben kann. Die Jordanier sind nach wie vor sehr besorgt über die möglichen Entwicklungen in Palästina. Ach, jetzt tun die wieder so schwierig. Wo die israelischen Versuche zunehmen, die Palästinenser nicht nur aus dem Gazastreifen, sondern auch aus dem Westjordanland und dem Jordantal in Richtung des Königreiches zu treiben. Das wäre dann also nach Osten, weil dort liegt Jordanien. Oh, das wäre dann ziemlich unangenehm. Angesichts dieser Befürchtungen stellt sich die Frage, welche logistische Unterstützung das Königreich zur Bewältigung eines solchen Notfalls benötigen wird. Welche Art von Verwaltung oder zivilem Krisenmanagement wird erforderlich sein? Bereitet sich die Region wirklich auf einen größeren Konflikt vor, insbesondere wenn Israel sein aggressives Vorgehen fortsetzt und mit einer Eskalation an der Nordfront zum Libanon droht, wenn nicht schon steht?
Die Einrichtung des NATO-Verbindungsbüros in Amman könnte nur der erste Schritt auf dem Weg zu einer vertieften und potenziell gefährlichen Verwicklung Ammans in die komplexen Konflikte der Region sein. Diese Konflikte befürchtet der jordanische amtierende König Abdullah II. Bin al-Hussein, so heißt er, schon seit Jahren. Immer wieder hat er das Gespenst des schiitischen Halbmondes in Westasien, also das wäre dann wieder die iranische Achse des Bösen mit Hisbollah, an die Wand gemalt. Und immer wieder hat er die Schaffung einer arabisch-israelischen NATO als Gegengewicht zu dieser angeblichen Bedrohung angefordert. Also sehr viel heißes Gerede, aber es ist heißes Gerede in einer äußerst heißen Zone. Und ich finde, das trägt überhaupt nicht zur Friedensstiftung bei, dass jetzt die NATO dort auch noch ein Verbindungsbüro eröffnet. Aber es deutet tatsächlich darauf hin, dass alles einer Fakt untergeordnet wird, nämlich dass der absolute bedingungslose Schutz von Israel, respektiv anders formuliert, die Unterstützung der ausschließlichen Selbstverteidigung des zionistischen Staates Israel. Ja, damit sind wir am Ende dieses Videos. Interessant und wahrscheinlich äußerst beruhigend, dass sich die NATO weiter ausweitet. Irgendwie kommen sie ja in Russland nicht weiter, auch mit Ukraine in die NATO und Georgien geht sie auch nicht so richtig vorwärts. Jetzt kann man mal, wie das schön tönt, ein Verbindungsbüro in Amman, Jordanien aufmachen. Ja, mein Name Marco Karimi, meine Zielgruppe die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Sein Name Georg, unser Chefrechercheur. Und ich sage Saludos a todos, guten Einstieg ins Wochenende. Wir sehen uns.